willkommen zur nächsten Folge von Xerox History. Letzte Folge haben wir uns ja hier diesen, naja, Bahnhof und Gebäudekram angeguckt und hatten ja hier noch ein paar Sachen offen. Gut, diese Strecke hier, die da so einmal quer durch die Berge führt, die erspare ich uns jetzt mal. Die ist nicht so spannend. Deswegen gehen wir direkt mal zu dieser Brücke hier, die tatsächlich etwas spannender ist. Wir erinnern uns ja, hier ist ja ein Gleis, also das da, ne, was da hier komplett im Tunnel unter dem Bahnhof liegt, ne. Das ist ja, ne, wenn wir es kurz nochmal angucken, das liegt ja hier wirklich drunter, dieses eine Gleis, was dann da so abbiegt. Das kommt da ja hinten aus der Richtung und das hat hier so eine richtig krass coole Brücke, wo das da so durchkommt, das Gleis. Diese krass coole Brücke liegt hier, das ist einfach eine Zwei-Etagen-Brücke. Und ja, die, generell ist die Strecke hier auch jetzt ziemlich cool eingebaut in die Landschaft. Ne, hier ist halt dieser kleine Knick, den wir eben gesehen haben, ne, geht halt hier, ne. Da ist der Bahnhof. Geht hier rüber, geht hier hoch, geht hier durch. Durch diese Brücke, wie gesagt, ne, so ganz interessante Konstruktion. Dann hier auch auf zwei Etagen tatsächlich diese Brücke. Warum auch nicht? Die eine Hälfte verschwindet hier unten in einem kleinen Tunnel unter der anderen Strecke und geht hier seitlich raus und führt einfach noch nirgendwo hin. Die zweite Streckenhälfte wiederum führt hier oberhalb durch. Die ist hier in so einem, naja, Überbau-Bauwerk versteckt, dass das hier relativ unsichtbar in der Landschaft erstmal verläuft, ne? Die geht dann hier durch und kommt dann hier zu dieser kleinen Brücke, die eigentlich viel zu übertrieben ist, dafür, dass die hier nur so einen kleinen Graben überspannt und, genau, verschwindet hier wieder im Tunnel und müsste eigentlich, irgendwo rauskommen. Hier haben wir Kreissee, das ist wieder irgend so ein Mitteldingen, das hier irgendwo in der Mitte der Landschaft einfach steht. Relativ weit unterirdisch, das ist einfach hier drin, mitten im Nirgendwo. Why not? Das gehört auch dazu. Dann geht's hier noch weiter. Hier ist eine Wand. Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich auch wieder ein Bahnhof, der hier gebaut ist, der ja, Kreissee Süd heißt. Lustig. Genau, der ist auch wieder relativ mitten im Nirgendwo. Aber da hinten erkennen wir schon wieder die anderen Enden. Das haben wir auch schon gesehen, da ist ja dieses komische unterirdische, hast du nicht gesehen, Gedönse versteckt, wo dann die Strecke auch, beziehungsweise ganz einfach hinten wieder hochgeht. Hier sind so ein paar Rettungsnischen ganz toll eingebaut, genau, da hinten ist dann dieses, wo auch meine Villa ist und die Feuerwerksfabrik und der ganze Scheiß. Da kommt diese Strecke raus, beziehungsweise nicht raus, die kommt daher und das brauchen wir uns nicht angucken, da waren wir ja schon, zum Not einfach ein paar Folgen zurückspulen, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Aber hier oben haben wir noch ein paar Häuser gehabt, ganz andere Bauart von Häusern, das sind so Villen, die ich mal mir so ein bisschen versucht habe zu bauen. Hier ist natürlich so eher so Präsidenten-Suite, soll das darstellen. Gefällt mir irgendwie nicht mehr ganz so gut, wie es mal getan hat, aber gut. Vor allem, ich sagte glaube ich letztens noch, ich baue nicht so gerne Häuser aus Quarz. Ja, die hier waren Ausnahmen tatsächlich. Gut, kommst rein, großer Villa-Bereich, Gäste, ich glaube, das ist ein Gästeschlafzimmer, soll das darstellen, ne, hier Treppe hoch. Komplett verschiedene Raumformen, ne, nichts Eckiges mehr, alles nur noch so, ne, wie es gerade passt, ne, hier große Tafel, ja, Heimkino soll das darstellen, ne, großer Außenbereich, gemütliche Sitzecke mit Fensterfront, Balkon und alles mögliche. Ich glaube, das habe ich hier mal, habe ich meine Mod-Vorstellung drauf gemacht auf der Ecke hier. Da müsste man die vielleicht jemand herkennen. Ja, das ist noch nicht fertig hier. Hier ist so Wasser, so Strand, so, ne? Privatbeach und so ist auch noch nicht gebaut. Das da hat eine Brücke, das Haus. Ja. Ich sag ja, ganz, ganz, ganz krasse Sachen, die hier gebaut worden sind auf dieser Ecke. Ja. Erstes OG, auch nochmal mit Sitzecke. Ganz außenrum, glaube ich, einmal komplett langlatschen durch die ganze Anlage. Ja. Schlafzimmer halt, ne? Und hier bestimmt auch noch mal eins, ne? Ja. Und hier sogar mit kleiner Sitzgelegenheit außerhalb noch. Krass auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall mal so ein anderer Baustil, den ich hier mal ausprobiert habe, wie man vielleicht erahnen könnte. Wenn man sich das mal so anguckt und mit den restlichen Häusern, die ich baue, vergleicht, dann dürfte einem das auffallen. So, wie gesagt, das hier ist eher so Präsidenten-Suite-mäßig. Ja, Baustil chaotisch, vor allem mit Wasser innen drin. Das ist, glaube ich, der Wohnbereich. Das ist die schicke Einbauküche. hier seid überall so Gedönse im Haus, ne? So versteckt. Das ist hier, glaube ich,
glaube, Büro soll das darstellen, so ein Büroraum. Das ist auch wieder, ja, Heimkino, ne, mit auch Außentür, kantenmäßig etwas gewagt hier alles. Vor allem überall dieses ganze Zuhörer-Gedönse, ne. Da waren ja überall hier so Wasserdinger nötig, sonst klappt das ja gar nicht. So, hier haben wir, glaube ich, ein Kinderzimmer, oder? Ne, ist ein normales Zimmer, okay. Dann ist hier das Kinderzimmer. Ist auch ein normales Zimmer. Dann ist hier auch ein normales Zimmer. Irgendwo war doch hier ein Kinderzimmer, oder nicht? Ich meine, irgendwo in irgendeinem Haus habe ich ein Kinderzimmer gebaut. Egal. Hier auch noch mit schickem Balkon in die Richtung. Und ja. Ich weiß nicht. Das Dach hätte ich vielleicht was anderem bauen sollen. Also nur Quarz. Ich sag ja, ist gar nicht, finde ich gar nicht so geil, nur Quarz. Also, weißt du, bei sowas da oben, ne? So ein Turm da, das geht aber so. Ich weiß nicht, so ganze Häuser aus Quarz. Schwierig. Aber hier finde ich auch ganz geil, dieses mit dem Überstand. Das sieht auch ganz cool aus. Ja, Boden ist aus Endstone mit tonnenweise Kisten und es ist der Empfangsbereich hier. Daraus musst du erstmal über diese Brücke gehen, über diesen Wassergraben hier, der da durchläuft, um in den Hauptbereich zu kommen. Da hast du einfach hier dicken Swimmingpool, dicke Lounge-Ecke, Küchenbar, Einbauzeilengedönse und hier auch der Weg nach draußen zu der Strandinsel, die nicht gebaut ist, weil die nicht fertig ist. Und ja, genau. Auch zwei Etagen, beide Etagen natürlich mit Brücke verbunden, ne, was auch sonst. Blauer Boden. Hier nochmal der Sitzecke und dann kannst du hier auch wieder rüber gehen. Wofür dann dieser Buckel hier gebaut ist, keine Ahnung. Fand ich einfach lustig. Hier kannst du auch wieder rausgehen auf den Außenbereich tatsächlich. Dann hast du halt hier wieder ein Zimmer und vermutlich das zweite Zimmer hier drüben. Ja, hast du zwei Zimmer, ist doch geil. Ja. Ist auf jeden Fall bautechnisch, ja, es war mal was Neues. Ich meine, wie gesagt, ne, dieser Buckel da, der ist tatsächlich nur aus designtechnischen Gründen dann. Funktional hat der gar nichts. Das soll einfach lustig aussehen. Und dieser komische Stein überall. Gut, die Dächer könnte man noch ein bisschen mit Gras einwachsen lassen, aber sonst... Naja, wie gesagt, das ist so der neueste Baustil, auch diesem... Die Eisenbahn so gut zu, wie es geht, zu verstecken hier unter irgendwas, dass die von oben gar nicht so auffällt. Ist auch nicht überall passiert hier, ne? Also, das gab ja auch Stellen, haben wir gesehen, da ist es nicht so. Und hier haben wir, glaube ich, auch nochmal so was Dekotechnisches, so kleines Dammteil, irgendwas? Oder was soll das sein? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das ist wieder irgendein Damm oder so, oder Wasseraufbereitung oder so. Keine Ahnung. Irgendwie soll das bestimmt irgendwas designtechnisch machen, ne? Kann das sein? Ich glaube, das ist, glaube ich, ein Moment, das ist doch ein Wehr, oder nicht? Mit 1, 2, 3 hoch. 1, 2, ja, okay, das Wasser ist hier höher, deswegen ist hier auch noch überall Gras drunter, weil ich den See hier etwas größer gemacht habe, damit das wieder so ein bisschen Wasserspeicher staumäßig aussehen soll. Was man halt so braucht, ne? Man kennt es. Man kennt es, man kennt es. Ja. Genau. Ich weiß gar nicht, es sind bestimmt noch irgendwo Sachen versteckt, die ich jetzt noch nicht gezeigt habe, aber ich habe die bestimmt so gut versteckt, dass ich sie selber nicht finde. Würde mich auch nicht wundern, wenn das wirklich so ist. Also, bestimmt ist hier noch irgendwo irgendwas versteckt und ich habe es vergessen, weil ich nicht weiß, wo es ist. Aber eigentlich ist das so im Großen und Ganzen tatsächlich jetzt so die komplette Welt gewesen, an der ich ja mehrere Jahre privat gebastelt habe. Könnt gerne mal schreiben, was ihr von der Welt insgesamt haltet. Und was besonders geil war und was halt nicht so geil war. Ich meine, haben wir ja jetzt sehr viele Sachen gesehen. Verschiedene Epochen, ne? Wie sich auch Design und sowas bei mir verändert hat tatsächlich. So, ne? Wie jetzt hier Brücken aus Ton und so einem Kram. Bunt und gebogen und um Ecken und nicht mehr so alles so kantig und gerade. Und ja, auch so Specials wie hier der Vulkan und so ein Kram, ne? Gibt ja viele Dinge tatsächlich, die hier gesehen wurden, oder auch diese Brücke hier. Ich meine, wir sehen ja auch, die Welt ist gar nicht so groß. Also, wenn man jetzt hier langläuft, klar, man braucht jetzt, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Folgen, ich weiß nicht, wie viel es jetzt sind, um hier rumzukommen und alles zu sehen, aber eigentlich ist die Welt nicht riesig. Die ganzen Strecken läufst du zu Fuß, weiß ich nicht, 20 Minuten, dann bist du durch. Wenn du langsam bist, so, also ich meine, wir sehen ja hier die Zusammenhänge, ne? Das hier, es ist ein Katzensprung entfernt von dem da, aber zwischen dem hier und dem da liegen gefühlt 2 Jahre verschiedene Bauzeiten. Das ist halt, ne, sieht alles so nah aus, ist es aber gar nicht. Gut, das Ding haben wir noch nicht gesehen, da können wir jetzt nochmal kurz reinspinksen, aber das war ja nicht so besonders. Genau wie mit dem Wasser hier und dem Dings, ne, das sollte hier so eine Fabrik sein für Testsachen und so ein Kram, ne, kannst du durchgehen. Ja.
so Redstone-Gedönse hier, so, ne? Testanlagen, ne? Was passiert, wenn du da einen Spender hast und dann hier so aktivierst? Wird gedrückt und es droppt raus. So Spielereien sollte das darstellen, so, ne? Und dann hier so mit Comparatoren. Und hier kannst du Tore auf und zu machen und hast du nicht gesehen und Redstone für verschiedene Etagen hoch machen. So, ne? So Redstone-Etagen-Schaltung und hier mit der Lore und so Kleinigkeiten. Es war einfach nur so ein Deko-Spiellabor, einfach so, um es zu haben. Natürlich auch mit hier oben einem kleinen Bürokomplex in den Empfangsräumen, also ein Kram. Ne? Soll ja auch irgendwie witzig aussehen. Genau, hier ist auch nochmal irgendeine. Genau, das war so eine Wechselschaltung hier. Hier ist Chefbüro natürlich, ne? Außenterrassebereich und so ein Kram. Auf dem Dach auch nochmal. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine Blinkanlage. Die soll das, glaube ich, darstellen. Oder? Was bist du? Du bist doch eine Blinkautomatik, ne? Die irgendwie so blinkt hier, ne? Ja, es ist so Spielereien tatsächlich, nur die hier standen. Gar nichts so Wildes. Ich glaube, in dem Häuschen war irgendwas, damit du mit TNT hantieren kannst. Oder irgend so ein Kram. Genau, hier ist so ein Guckloch. Hier kannst du reingucken. Unten ist TNT drin. Das ist so eine Sprengtestkammer oder so ein Kram. Genau, der restliche Kram ist aus Obsidian gebaut. Ja. Genau, aus Obsidian. Gehst du hier rein, machst du erstmal die 5 Sicherheitstüren auf, wovon 2 mindestens weggesprengt werden und hier ist dann ein TNT drin. Sprengtestlabor, ne? So, um Mobs zu töten. Für die Wissenschaft. Aber ja, vor allem mit Lapiserz gebaut. Dude, why? Hier ist nichts mehr. Hier ist nicht mal was drin oben. Es ist so alt, das ist noch so. Guck dir an, wie das aussieht. Schräglich. Okay, was haben wir denn hier? Cool. Was ist das denn? So viel zum Thema, es gibt bestimmt Sachen, die ich nicht weiß oder vergessen habe, die hier drin sind. Was ist das denn bitteschön hier? Wofür? Egal. Es ist einfach da. Lassen wir es in Frieden da sein und freuen uns, dass es da ist. Yippie. So, was auch hier? So ein paar, genau, hier war so ein paar Bojen, so für Schiffsverkehr und so ein Kram, weil das ja hier so die Landdurchfahrt ist, ne? Das ist eine super tolle Sache. Was ist das? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen, was es ist. Genau, da ist der Dschungel, wo dann auch wieder das Minecraft Funland schon wieder anschließt. Und hier habe ich, glaube ich, noch einen Vulkan gebaut oder sowas. Sollte es mir gleich so darstellen, so ein kleiner Vulkan hier. Funkmast, glaube ich, hier waren wir alle schon, ne? Das haben wir alle schon gesehen. Wie gesagt, hier ist noch so ein Schwimmbad, das. Ja, ist auch sehr spektakulär. Dieses Hotel ist auch noch nie fertig gebaut worden. Vielleicht, weil es sehr groß ist. Ich weiß es nicht. Es ist tatsächlich ein ziemlich großes Hotel, ne? Wir können mal kurz reingehen. Es ist halt hier so mit Stützen und. Na, also es ist schon. Es ist schon sehr groß. Es hat, glaube ich, sogar 2 Treppenhäuser. Ich glaube, das ist das eine und das andere ist sogar nach vorne, ne? Alter, guck dir mal diesen Flur an hier. Digga. Das ist alles noch Hotelzimmer, die noch nicht gebaut worden sind, ne? Das ist, glaube ich, so ein Hotelzimmer und der Rest ist noch nicht eingerichtet. Hier ist ein Balkon. Achso, das kommt dazu, glaube ich. Hier mit Konferenzbalkonräumen und so ein Kram und boah, Alter, Hilfe. Oder? Das ist doch, hier war noch das Treppenhaus. Genau, hat 2 Treppenhäuser, ne? Das ist so krass. Hier nochmal unterer Bereich. Was zur Hölle, Alter. Alter, das ist so, sowas zu bauen, das dauert ja wirklich dann Wochen, bis du damit fertig bist, weil du dann nie wieder, nicht die ganze Zeit Lust hast und dann immer wieder neu anfängst und dann. Das ist, glaube ich, der obere Bereich. Der hat einfach so. Das hat einfach Dachterrassen mit Gras drauf, so, ne? Hier ist so, das ist so begehbarer Bereich hier auf dem Dach, das muss man sich mal vorstellen. Ist schon hart. Ja, und hier sogar, glaube ich, so genau, hier unten ist sogar so eine Bar, die hier reingebaut werden soll. Wasserspeicher oder keine Ahnung, was ist das hier? Das ist ein Wasserpumpspeicher oder sowas. I don't know. Version 2.1, hä? Achso, was ist die Hausversion? Haha! Stimmt, hier war mein altes Hotel. Das habe ich, glaube ich, abgerissen und habe den Keller einfach neu gebaut. Das ist, glaube ich, genau das hier war der alte Keller. Hier war das alte Hotel drauf. Und dann habe ich das neue so draufgesetzt. So sollte das aussehen. Genau, das war das. Stimmt, ich stand vorher schon bei so einem Kasten, dann habe ich den mal neu gebaut. Aber naja, soweit so unspektakulär. Wir stellen uns jetzt an den Flughafen und fliegen mit einem Flugzeug weg. Was auch immer. Was ist denn das für ein geiles Auto? Hm, lol. Ich habe so viele Sachen gebaut, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich irgendwo gebaut habe. Aber naja,
Was soll's. Ich hoffe, euch hat's gefallen, diese Tour über diese Welt. Ich hab noch ein paar andere Welten, die kommen dann im nächsten Mal, wenn ich da Bock zu hab. Und ja, bis dahin, euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!